Also ich glaube, es ist auch super wichtig, dass es halt Leute wie dich gibt, die ihre Geschichte halt erzählen und ganz unverblümt und offen darüber halt auch reden. Willkommen zum Mund auf, der Talk übers Leben und Überleben. Ich bin Ivy, euer Chatbot von der DKMS. Heute bei uns zu Gast Sebastian alias Heavenside. Yeah. Hallo Revi. Hi Ivy, na? Na, was geht? Ja, nichts bei dir? Ach, rumhängen, updaten, du weißt ja, wie es ist. Natürlich, man kennt das. Heute lernst du Stella kennen. Stella ist eine Überlebende. Sie hat in ihren jungen Jahren schon eine Leukämieerkrankung durchleben müssen, hat aber mit einem großen Willen und einer tollen Einstellung diese Krankheit gefightet. Sie wurde niemals selbstmitleidig und hat diesen großen Kampf auch für ihre Familie und Freunde mitgekämpft. Meet Stella Lenoir. Danke dir. Hi. Hi Revi, freut mich. Ja, danke cool, dir. Dass du dich dafür sensibilisieren willst. Ja, gerne doch, gerne doch. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ja, danke. Entspannt. Und wie geht's dir? Soweit ganz gut. Gut angekommen, sehr entspannt hier. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Also ich bin Stella, wie du schon weißt. Mhm. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Frankfurt direkt. Und ja, wir sind ja hier, weil ich vor 2 Jahren an Leukämie erkrankt bin und auch Stammzelltransplantiert wurde. Mhm. Wie ist denn das damals gewesen? Du warst dann 21, wenn ich jetzt richtig rechne. Ja, richtig. Hat sich das irgendwie schon angebahnt? Also mir ging schon längere Zeit nicht mehr so gut. Ich habe mich halt extrem schlapp gefühlt. Ich hatte Kopfschmerzen. Ich hatte ständig irgendwelche Infektionen, Erkältungen und Ähnliches. Und das sind halt relativ unspezifische Symptome. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt einen neuen Job angefangen und habe das dann halt so ein bisschen darauf geschoben, dass ich halt einfach Stress oder sowas, ja, genau, ne? Ja, und einfach ein bisschen erschöpft bin, halt einfach, weil das ungewohnt ist für mich, halt so viel zu arbeiten. Ja. Ja, und jedenfalls bin ich dann in die Berufsschule gegangen und meine Berufsschullehrerin hat gesagt, ich sehe überhaupt nicht gut aus und ich soll mir bitte Blut abnehmen lassen. Okay. Weil sie das halt von Woche zu Woche beobachtet hat und ich denke, dann kann man das ganz gut feststellen, als wenn man jeden Tag gesehen wird. Ne? Mhm. Wie hast du darauf reagiert? Also zu dem Zeitpunkt habe ich das noch nicht so ernst genommen. Ich dachte halt, ich habe irgendwie eine Infektion oder so, weil bis dato wusste ich halt nur, dass meine Blutwerte einfach schlecht sind und ich wenig Zellen habe generell. Später, also am späteren Tag hat sich dann das erst rauskristallisiert. So gesetzt quasi. Ja, genau. Ja. Vielleicht eine ganz kurze Zwischenfrage an Ivy an der Stelle. Wie oft wird denn in Deutschland die Diagnose eigentlich gestellt, Leukämie? Alle 12 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Das ist echt schon eine Hausnummer tatsächlich, wenn man sich das mal überlegt, ne? Ja. Wie hat deine Familie darauf reagiert und Freunde? Also das ist ja schon erstmal, sag ich mal, erstmal ein Schicksalsschlag auf jeden Fall. Ja, ne? Auf jeden Fall. Also ich war bei der Diagnose mit meinen beiden Eltern zusammen und wir sind natürlich alle in Tränen ausgebrochen. Also zu dem Zeitpunkt wussten wir halt gar nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Und es war schon also ein schrecklicher Tag. Ich glaube, wir haben einfach den ganzen Tag geweint halt. Absolut nachvollziehbar. Ja. Weil man hat halt dann einfach nur diese Aussage und dann weiß man natürlich gar nicht, was folgt jetzt, wie sind Chancen und so weiter und so fort. Man kennt das ja alles. Ja, gar nicht. Vor allem... es kommen so viele Infos auf einen zu und die Ärzte, die erzählen so viel und das alle Leute um einen rum. Einen, ne? Und man nimmt es aber gar nicht so wahr. Man kann das gar nicht alles aufnehmen in dem Moment, weil man wie in so einem Tunnel ist. Ja, man ist halt nur gefangen in dem Moment, wo man halt weiß, okay, das ist jetzt meine Diagnose und jetzt wird sich mein Leben drastisch ändern auf jeden Fall. Ja, ne? Ja. Aber es hat auch ganz lange gedauert, bis ich das realisiert habe. Ja, ja. Also ich glaube, so der erste Zeitpunkt, wo ich das realisiert habe, war, da stand ich im Bad und habe mir eine Haarnadel aus, es war schon nach Beginn der Chemo, und da stand ich im Bad und habe meine Haarnadel aus den Haaren gezogen und habe halt gesehen, dass da ganz viele Haare dran hingen. Und dann, ja, hat man es halt dann auch wirklich realisiert. Wie hast du das so verarbeitet? Also das ist ja nochmal komplett, dann dein Wohnumfeld ändert sich, dein Alltag ist ja ein ganz anderer und du bist plötzlich in einer ganz anderen Situation als vorher. Ja, man muss halt auch bedenken, dass man halt wirklich abgeschottet ist, weil man halt ja kein Immunsystem hat. Man ist wirklich in so einem Isolationszimmer auch gefangen quasi und so das Leben ist so on hold. Irgendwie stand für mich jetzt im Fokus, ich will diese Zeit hier rumkriegen und ich will es irgendwie schaffen. Und gesund werden. Ja, aber im Nachhinein fühlt sich das schon so an, als wäre einfach so ein Stück rausgebrochen aus meinem Leben. Ein Stück Zeit halt, was quasi fehlt. Ne? Ja, auch wenn ich jetzt erzähle von irgendwas aus meinem Leben, ich sage immer dazu, ob das vor der Krankheit war oder nach der Krankheit, weil das für mich einfach irgendwie wie so ein Cut im Leben ist. Wie ein Neubeginn quasi halt. Ne? Klar. Ja. Wie lange hat das insgesamt gedauert? Die ganze Therapie tatsächlich. Ja. Also ich wurde im April 2019 eingeliefert und habe dann erst so eine Konditionierungstherapie bekommen, also Chemotherapie, kriegt man halt so ein Zelltief, wo man halt quasi kein Immunsystem hat. Mhm, wo man dann auch sehr anfänglich, also andere Krankheiten und sowas ist. Genau, man muss total aufpassen, also weil da kann wirklich jede kleine Krankheit kann einen umbringen, auch eine Erkältung. Und dann nach 15 Tagen kam die Feindiagnose und das hat halt gezeigt, dass meine Zellen so mutiert sind, dass man das hätte nicht mit Chemo nur in den Griff kriegen können.
Und dann wurde ja die Spendersuche eingeleitet. Das war dann Ende April schon. Und dann wurde meine Schwester typisiert und es hat nicht gepasst. Okay, also deine Schwester, die dir genetisch sehr nahesteht, ist, das hat aber gar nicht tatsächlich gematcht. Und dann durchs ganze Karteinetz. Genau, genau. Ich frage ganz kurz mal Ivy, weil das ist vielleicht auch ganz interessant. Ivy, wie ist denn das? Ist es denn häufig so, dass tatsächlich Geschwister oder nahestehende Verwandten gar nicht in Frage kommen als Spender? Nur bei etwa einem Drittel aller Erkrankten kommt ein Familienmitglied als Stammzellspender in Frage. Ah, okay. Schau mal. Okay, und bei deiner Schwester hat es halt leider nicht gepasst, ne? Ja, man denkt halt, die Schwester, die steht einem so nah, sie müsste genetisch ja eigentlich passen, aber da stand ja dann fest, ich muss definitiv transplantiert werden. Es wurde ja dann auch eine Spenderin gefunden, zum Glück. Aber die Ärzte haben nämlich gesagt, ich bin quasi 0815 und es ist auch gut, mal in so einem Fall 0815 zu sein. Mal nicht off the grid. Mhm. Und da wusste ich schon nach einer Woche, ich werde ziemlich sicher einen Spender finden, der auch hundertprozentig passt. Ein krasses Erleichterungsgefühl, oder? Ja, total. Auf jeden Fall. Total. Also das war auch wirklich dann so der Zeitpunkt, wo sich das Ganze gewendet hat und wir das Gefühl hatten, so jetzt scheint es in die richtige Richtung zu gehen, nach halt so vielen schlechten Nachrichten. Und dann wurden drei Spender angefragt, immer hintereinander. Mhm. Und die konnten aus unterschiedlichsten Gründen leider nicht spenden. Und dann wurde die vierte angefragt. Und es war dann nach einem Monat dann so weit, dass ich dann quasi die Spende bekommen habe quasi. Also es hat ungefähr einen Monat gedauert. Sehr cool, das war echt schon ziemlich schnell gewesen tatsächlich. Auf jeden Fall. Ich hatte halt auch eine super zuverlässige Spenderin. Wobei der Prozess ja eigentlich super easy ist. Ja, ne? Total. Also das ist ja wirklich nichts Schmerzhaftes oder Gefährliches. Ja. Oder so. Das ist halt wie Blutspenden, ein bisschen länger dauert es. Ne? Genau, in 80% der Fällen kannst du ja wirklich über eine Blutentnahme einfach entfernen. War bei dir auch so? Ja, ja? Ich habe es auch als Infusion dann quasi wieder reinbekommen. Also es war eigentlich super unspektakulär. Unkompliziert tatsächlich, ne? Also ich habe mir so eine Transplantation, stellt man sich ja dann schon auch wie so ein richtiger Eingriff operativen vor. Eingriff Und ich hing eigentlich nur eine halbe Stunde an der Infusion und das war's. Das ist Wahnsinn, dass das dann quasi halt für dich den Beginn von einem neuen Leben halt eigentlich total einleitet halt. Ne? So eine kleine, so eine halbe Stunde, die das dann komplett lebensverändert gewesen ist. Ne? Wie ist denn so, also wenn du halt den ganzen Tag geschlafen hast, so einen Großteil der Zeit, wie ist denn generell der Klinikalltag? Also im Prinzip, jeden Morgen musste ich duschen gehen. Macht also, man so? Ja, also du warst auch wirklich gezwungen zu duschen, egal wie schlecht es dir ging. Ja. Es war halt, glaube ich, auch einfach, hatte einen Hygienegrund und einmal genau auch so einen mentalen Faktor, dass man einfach mal aufsteht und nicht nur im Bett liegt. Ja, genau. Und wenn man genug Zellen hatte, also ich habe ja immer Bluttransfusionen bekommen und wenn ich dann quasi genug Zellen hatte, dann sollte ich auch mal auf so ein kleines Fahrrad mal so ein bisschen sporteln, damit ich halt nicht ganz fest sitze. Hat ja dann schon auch viel Zeit nachzudenken wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Man befasst sich ja dann auch mit Themen, mit denen man sich halt noch nie befasst hat. Ich meine, Tod ist ja so nah wie noch nie in dem Moment. Leider schon, ja. Hast du jetzt eine andere Sicht so aufs Leben so? Also würdest du sagen, du wertschätzt das Leben jetzt ganz anders als zuvor? Definitiv. Ja. Also ich dachte, also ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so viel in meinem Mindset quasi ändert. Aber es ist schon echt so, dass ich viel bewusster auch lebe. Ich achte viel mehr auf meinen Körper. Ich mache super viel Sport. Ich war so ein Faulpelz früher. Ich mache super viel Sport. Ich ernähre mich relativ gesund und auch ich reg mich auch nicht mehr über so Kleinigkeiten beispielsweise auf. Also, das ist halt super ungesund, ne? Ja, total. Aber auch einfach, weil das ist eigentlich auch schon ein Segen fast, wenn ich mich über irgendeine Kleinigkeit ärgere, sei es irgendwie, dass ich Streit mit irgendwem habe oder was auch immer. Ich kann mir dann denken, Stella, du hast schon so viel Schlimmeres durchgemacht, das sind Peanuts halt einfach dagegen. Ja. Ich glaube, du bist jetzt halt gut abgehärtet tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Mit allen Wassern gewaschen so ein bisschen. Ja. Ne? Auch weil das halt immer eine Chance halt tatsächlich auch ist. Ne? Und die hast du auf jeden Fall bekommen und auch netterweise halt ergreifen können. Ne? Ja, und die nutzt man dann halt auch umso mehr, weil man, also ich finde halt, wenn man jung ist, dann erscheint einem das Leben halt so unendlich. Mhm. Und ich finde halt, das ist auch wieder so ein Fluch und ein Segen zugleich, weil einmal habe ich schon das Gefühl, dass ich jetzt halt viel bewusster lebe und das alles viel, viel bewusster wahrnehme. Aber andererseits kann ich halt auch nicht mehr so leben, wie halt junge Menschen das machen. So unbeschwert halt einfach, diese Unbeschwertheit habe ich halt nicht mehr. Mhm. Das heißt, du bist deutlich bewusster und vielleicht auch ein Stück weit vorsichtiger. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es ist halt nicht mehr so, wie es früher war. Aber es heißt nicht, dass es schlecht ist. Mhm. Es ist halt anders einfach. Aber ich habe, nachdem ich aus dem Krankenhaus kam, das war Anfang Juli, da habe ich, glaube ich, echt noch mal so ein halbes Jahr gebraucht, bis ich wirklich wieder auf den Beinen war. Also ich konnte anfangs auch nur 200 Meter am Stück laufen, war dann aus der Puste. Und das war schon auch eine harte Zeit, weil man halt so viel machen will dann auch. Aber man kann einfach nicht, es geht nicht. Wie hast du das so verarbeitet? Also weil das ist ja auch nochmal sicherlich ein Faktor, der halt auch mit der Psyche irgendwo ein bisschen schwierig sein kann, oder? Ja, auf jeden Fall auch. Also es war für mich schon auch, es ist immer noch eine schwierige Zeit, wenn ich, wenn ich zurückdenke. Und halt auch einfach, man entwickelt dann auch schon so eine Angststörung fast, einfach weil ich, also ich nehme jedes Symptom, was ich habe, so bewusst wahr und
bild mir dann auch schnell einfach was ein. Man wird dann, also man entwickelt so eine Hypochondrie schon fast. Aber ist ja komplett logisch, halt, wenn du halt so eine Vorgeschichte hast und an kleinen Symptomen vorher dann so was Großes quasi dabei rumgekommen ist. Ja, ne? Total. Ja, man muss halt einfach lernen, wieder seinen Körper zu vertrauen und einfach auch zu lernen, zu unterscheiden, was sind jetzt normale Symptome und was sind Symptome, bei denen ich halt zum Arzt muss. Und das ist schon was, was einen, glaube ich, auch noch lange, also was mich noch lange begleiten wird, aber was ich, denke ich, auch in den Griff kriegen kann. Also du scheinst auf einem sehr guten Weg zu sein, als würden wir nicht sitzen, so offen und cool darüber reden. Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall dafür erstmal großen Respekt. Ich glaube, das ist auch so für mich so die größte Motivation zu wissen. Also da stehen Leute hinter mir, die wären so traurig, wenn ich nicht mehr da wäre. Dann kämpft man, ne? Ja, man kämpft halt einfach nicht, weil man selbst, also natürlich auch, weil man selbst leben will, ne? Aber halt vor allem, weil man diese Leute nicht enttäuschen will. Und die geben so viel für einen und besuchen einen jeden Tag und sind immer da. Und dann möchte man auch was zurückgeben und dann auch das Beste geben. Und ich glaube, nichts in dieser Zeit hat mir mehr Kraft gegeben als meine Familie. Auch diese ganzen Karten, die ich bekommen habe von Freunden und von der Familie, weil man sie sich immer wieder vor Augen halten konnte. Und wenn man einen schwachen Moment gerade hatte, wo man dachte, boah, das ist irgendwie alles läuft schlecht, dann hat man sich das angeguckt und hat gedacht, ich bin nicht allein, ich schaffe das. Es hat so halt einen viel, viel stärkeren emotionalen Wert als jede Geburtstagskarte, die du wahrscheinlich jemals bekommen hast. Ja, auf jeden Fall. Die man halt so von Großeltern dann nimmt. Dann nimmt man das Geld raus und schaut kurz rein. Also das war es ja dann. Aber das ist halt eine Sache, die so viel, 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 viel näher geht und viel, viel intimer halt irgendwie ist. Ne? Ich habe auch im Krankenhaus schon immer gesagt, ich freue mich, wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, so Aufklärungsarbeiten zu leisten, weil es ist so wichtig. Und ich habe so viele Leute auch kennengelernt, die keinen Spender gefunden haben. Ja. Und auch einfach für meine ganzen Vorgänger, die halt diese Aufklärungsarbeiten geleistet haben. Wer weiß, ob ich ohne die einen Spender jemals gefunden hätte. Ich hätte noch eine ganz kurze Frage an Ivy. Ivy, bist du gerade da? Ich lausche euch. Es ist ein tolles Gespräch. Wunderbar, das freut uns doch. Danke dir. In wie vielen Fällen ist eigentlich so, dass kein Spender gefunden wird? Weil bei Stella lief ja alles ganz gut. Leider findet jeder 10. Erkrankte in Deutschland keinen passenden Stammzellenspender. Also quasi 1 von 10. Das ist korrekt. Ja, dann ist es an euch allen, glaube ich, diese 10% weiter runterzudrücken, ne? Ja, und ich habe ja auch, wie gesagt, Leute kennengelernt, die nie einen Spender gefunden haben und dann auch gestorben sind. Ja. Von daher ist es wirklich wichtig. Gibt es denn irgendwie ein bestimmtes Datum oder einen Zeitraum, wo dann gesagt wird, hey, ab jetzt bist du klinisch geheilt und es ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass es nochmal wiederkommt? Also nach 5 Jahren gilt man quasi dann wirklich offiziell als geheilt. Und ich glaube, da muss ich auch nicht mehr zu Kontrollen kommen. Und bei dir ist es jetzt schon 2 Jahre tatsächlich jetzt. Ja, genau. Ja. Also 3 Jahre habe ich noch. Toi, toi, toi. Aber keep on going, ja, auf jeden Fall. Ja. Was machst du jetzt gerade? Gehst du jetzt gerade wieder arbeiten? Oder, ja? Ja, also ich hatte ja eine Ausbildung damals gemacht. Und die wurde quasi dann das Jahr pausiert, wo ich dann ausgefallen bin. Das war wirklich genau ein Jahr eigentlich. Ja. Und die mache ich jetzt gerade fertig. Genau. Okay, genau, cool. Also ich bin jetzt fertig auch dieses Jahr und dann gucke ich, wo mein Weg mich noch hinführt. Sehr cool, cool. Das heißt, du lässt dich da auch gar nicht zurück irgendwie schlagen oder sowas, sondern machst einfach weiter. Ja, das ist halt genau der richtige Weg halt. Ja, es war halt auch so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich so viel verpasst habe auch. Und ich habe meine Freunde gesehen und die haben alle ihr Studium beendet. Und ich war halt irgendwie noch so, ich hing einfach noch so fest in der Zeit und habe irgendwie wie so ein Jahr war ich einfach pausiert. Ja. Und, zusätzlich zu Corona sowieso halt. Ja, genau. Ja. Und deswegen freue ich mich jetzt, wenn die Ausbildung fertig ist und ich dann auch wieder einen Schritt weiter gekommen bin. Und ich bin zum Beispiel dann auch letztes Jahr ausgezogen und einfach um halt so viel wieder nachzuholen und das Ganze so ein bisschen zu kompensieren. Ich glaube, es ist auch als Spender oder Spenderin halt super, super, ein super geiles Gefühl tatsächlich halt sagen zu können, hey, ich kann jetzt nur, das ist ja wirklich tatsächlich, das ist ja wie gesagt eine Blutspende letztendlich, kann ich lebensverändernd und lebensrettend halt sein. Es muss halt ein unglaublich geiles Gefühl auch tatsächlich sein, halt das irgendwie teilen zu können. Und, ne? Ja, es ist halt auch so viel Fehlinformation im Lauf, was halt auch die Leute stoppt, quasi davor, sich zu registrieren. Ich meine, ich habe schon von vielen Leuten gehört, die dachten, es geht ans Rückenmark. Und das die hat schneiden dir den Rücken auf, und ja, das genau. passiert halt nicht. Ne? Ja, wie gesagt, es ist halt eine Blutentnahme, wie du schon gesagt hast. Ja. Und damit rettet man halt ein komplettes Leben. Mit 4-5 Stunden, so lange wie das dauert, rettet man halt ein komplettes Leben. Und ich meine, ich habe ja noch so viel potenzielle Lebenszeit. Ich bin ja ein junger Mensch. Absolut, absolut. Und mit den paar Stunden, also ich will das gar nicht runterreden, was meine Spenderin für mich geleistet hat, aber hat sie mir halt einfach ein komplettes Leben noch ermöglicht und das ist schon großartig, finde ich. Das ist schon verrückt, dieser Hebel quasi. Ja, ja, total. Hast du sie schon getroffen tatsächlich? Also nach 2 Jahren kann man, also ich habe anonymen Briefkontakt die ersten 2 Jahre gehalten, das muss anonym erfolgen die ersten 2 Jahre und nach 2 Jahren, also nach meinem zweiten Geburtstag, habe ich direkt einen Antrag ausgefüllt, dass meine Daten ihr übermittelt werden können. Und sie kann sich dann melden?
sie hat das dann auch ausgefüllt, ja, und dann haben wir die Daten beide bekommen. Also ach, jeweils. Cool, zeitgleich. Ja, und ich habe sie dann direkt angerufen. Aha. Und also es war super schön und es war auch echt ein verrückter Zufall. Es klingt echt verrückt. Aber ich habe 2 Jahre gesagt, ich glaube, dass sie irgendwo aus dem Norden kommt, so Bremen, Hamburg da in der Nähe. Mhm. Und dann habe ich die Daten bekommen und habe die Adresse gegoogelt und habe gesehen, sie kommt aus einem Ort neben Bremen direkt. Ach, crazy. Ja, total verrückt. Und ich habe sie direkt angerufen dann und ist auch ein junges Mädchen, 27 mhm. Jahre alt. Und ja, wir haben uns super verstanden und haben jetzt auch nochmal telefoniert, auch länger, weil es war am Anfang auch also so ein bisschen holprig. Man muss halt erstmal reinkommen ins Gespräch. Ja, es ist halt eine fremde Person. Das erste Gesprächsthema ist, dass sie mir das Leben gerettet hat. Das ist schon merkwürdig. Ja, ja, absolut. Das ist kein einfacher Gesprächseinstieg. Ja, ne? Ja, und wir haben jetzt auch, also sie hat mir vorgeschlagen, und das habe ich mir auch immer so vorgestellt, dass wir uns mal in Hamburg dann bald treffen. Und ah, ja, cool. Da warte ich noch drauf. Ich freue mich. Sehr cool, sehr cool. Ich habe 2 Jahre lang mir überlegt, wie wird es sein? Was ist sie für eine Person? Und es hat mich glücklicher gemacht, als es hätte mich glücklich machen können. Ich habe geil. So viel drüber nachgedacht, ich bin jedes Szenario in meinem Kopf durchgegangen und keins war so schön, wie es dann wirklich in echt war. Mhm. Ja, ich glaube, das verbindet halt auch. Ist für mich halt auch wie so ein Superstar. Also ich würde, glaube ich, keinen Star der Welt geil. Irgendwie lieber treffen als sie. Also sie ist für mich irgendwie das größte Vorbild, das größte Idol, was es gibt. Also das ist wirklich verrückt. Ich habe so eine Bindung zu ihr, obwohl ich sie gar nicht kenne. Absolut halt, ne? Und das, wie du halt schon gesagt hast, obwohl sie nur 3, 4, 5 Stunden da gesessen hat quasi und einmal sich hat registrieren lassen. Ja. Ne? Jemanden 50, 60 Jahre zu schenken mit 4 Stunden, ist schon... Ich habe vielleicht noch mal ganz kurz eine Frage spontan an Ivy. Schieß los. Ivy, wie viele Leute sind denn in Deutschland registriert tatsächlich? In Deutschland sind wir mittlerweile mehr als 7 Millionen registrierte StammzellspenderInnen bei der DKMS. Das ist schon echt eine Hausnummer, ne? Also ab 18 Jahren kann man spenden und ab 17 Jahren kann man sich registrieren auch. Ach, super, ja. Cool. Ja, wie gesagt, also ich glaube, es ist auch super wichtig, dass es halt Leute wie dich gibt, die ihre Geschichte halt erzählen und ganz unverblümt und offen darüber halt auch reden, wie beschissen es eigentlich ist, aber wie geil es auch eigentlich ist, dass es halt die Möglichkeit gibt und wie lebensrettend und lebensverändernd das Ganze halt sein kann, indem man sich da halt einfach in die Kartei aufnimmt. Ja, man muss halt auch mal überlegen, dass man einfach ein Immunsystem komplett austauscht. Also mein komplett blutbildendes System wurde einfach ausgetauscht. Ich meine, bei einer Niere oder so kann man sich das ja vorstellen, das ist ein greifbares Organ. Aber das ist halt was ganz anderes. Ne? Ja, ich bin auch echt froh, dass es halt wirklich so perfekt gelaufen ist. Die Ärzte haben gesagt, es läuft wirklich wie im Lehrbuch auch. Ja. Und so kann man den Leuten halt auch mal zeigen, es kann wirklich auch richtig gut laufen. Mhm. Und das ist eine Chance wert einfach. Ja. Und ich meine, wenn man sich registriert, dann ist man ja, man unterschreibt ja keinen Vertrag, man ist ja nicht dran gebunden. Eben, man kann sich ja immer noch überlegen, aber allein mach ich's jetzt oder nicht. Die Möglichkeit zu geben, hey, wenn mein Erbgut, meine Stammzellen und mein Blut halt irgendwo gebraucht werden, dann bin ich halt bereit dafür und bin halt da. Dann kann ich ja in der Theorie immer noch sagen, nein, möchte ich nicht oder das passt gerade nicht. Ne? Aber zumindest halt schon mal die Möglichkeit, statistisch zu geben, das kann hier ein Match geben mit mir, ist doch das Einfachste der Welt. An sich ist es eigentlich ein No-Brainer, absoluter No-Brainer. Also wie ein Organspendeausweis, das hat man halt einfach. Ich würde sagen, du bist jetzt an der Reihe und machst deinen Mund auf und wir führen mal so eine Registrierung durch, oder? Let's go. Perfekt. Jetzt. Dann lass uns mal rübergehen. Mhm. So, dazu gibt es ja das bekannte Teststäbchen. Ja. Wollen wir starten? Das ist tatsächlich dann doch größer. Ja, das passt nicht. Das ist vielleicht für einen Elefanten sowas. Ne? Ja, man muss sich quasi eigentlich nur die Stäbchen in den Mund halten, also in den Mund reiben, im Mund reiben und es einfach nur in so einen fertig ausgefüllten Briefumschlag stecken. Einfach trocknen lassen, steht hier, dann ohne Plastikhülle rein, guard it und dann absenden. Ja, und das ist auch eine super gute Anleitung dabei. Ja. Hey, ist ja wirklich todeseinfach. Ja, kann man machen. Let's go. Wangenschleimhaut. Genau, schön die Zellen. Nicht in die Nase. Und dann 60 Sekunden. Das ist wirklich, also einfacher geht es nicht. Jeder Corona-Test ist immer unangenehmer. Ich muss es noch trocknen lassen. Ach stimmt. 2 Minuten. Da bist und dann du mir voraus. Stecke ich das einfach hier rein, sende das ab und das war's. Ja. Ja, also ihr habt es gerade gesehen, es tut nicht weh, es ist echt sehr, sehr einfach zu machen und vor allen Dingen sind die Dinger kostenlos, die könnt ihr euch kostenlos bestellen. Auch mega cool von dir, dass du es gemacht hast, dass du dir das Ganze angehört hast, dich sensibilisiert hast. Mega cool vor allem von dir, dass du dir die Zeit nimmst, das hier zu erzählen. Ich finde es auch wichtig. Ich meine, man kann kritisch gegenüber Dingen sein, aber dass man sich informiert und sich sensibilisiert für Themen und dann macht halt einfach. Und das finde ich toll. Ja. Also Respekt auch an dich. Oh, Respekt an dich. Danke. Hey, das war doch echt ganz easy, oder? Vielen Dank, dass du direkt Feuer und Flamme warst.
Aber Stellas Euphorie ist ja auch direkt ansteckend. Kann ich nur bestätigen. Ganz wunderbare Geschichte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Bin froh, dass ich hier sein durfte. Und ihr habt gerade eben gesehen, sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen. Ist super easy. Die Stäbchen einmal rein, das Ding trocknen lassen, in den Umschlag schicken, in den Umschlag packen und dann zurücksenden. Super easy. Ganz wichtig ist, dass ihr es natürlich zurücksendet, sonst hilft das keinem. Und wenn ihr mehr Infos dazu haben wollt, checkt auf jeden Fall mal gerne die Links in der Videobeschreibung. Da findet ihr alles, ist kostenfrei, dauert nicht lange und ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, den ihr definitiv machen solltet. Und ich bin an der Stelle raus. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank auch euch fürs Zusehen und seid gespannt, wer in der neuen Folge mit dabei ist. Bei Mund auf, der Talk übers Leben und Überleben. Tschüss.